Das oberste Gericht in Russland hat Alexei Nawalnys Klage gegen die Verhaltensregeln in seinem Gefängnis abgewiesen. Der politische Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin argumentierte, Häftlinge sollten das Recht haben, mehr als nur ein Buch in ihren Einzelzellen mitzuführen. Des Weiteren legte der Oppositionelle Einspruch gegen die Regel ein, welche die Einnahme von Mahlzeiten der Inhaftierten auf lediglich 15 Minuten begrenzt. Das oberste Gericht Russlands wies beide Klagen ab.